gedrückt hast. Hallo! Hi. Da sind wir, Zuma. Geh direkt ins Spiel, komm. Ja, zurück ins Spiel. Away. Down. Mein Bester. So, jetzt muss ich sicherlich hier irgendwas drücken. Diesen Knopf wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Thanks. Boah, ey, jetzt der Zeppelin fliegt. Jetzt schon so ein bisschen Schiss von diesem komischen Typen, der gerade gesprochen hat, als ich auf diesen Memory-Chip gedrückt habe. Es ist ja so, dass man die Charaktere gern nochmal wieder sieht, über die man vorher nur liest, in diesem Fall in leicht veränderter Form. Einem oder zwei von diesen Monstern möchte ich sie kaum nennen, weil sie sind ja eigentlich keine Monster. Sie wollen einem eigentlich nichts Böses, aber sie können einen schon verletzen, weil sie in ihrer eigenen Welt auch leben. Ganz ehrlich, wir sind, was ist die Definition eines Monsters? Genau. Wir sind auch Monster. Wir haben einfach diesen einen Roboter gerade getötet, weil wir einen Chip von ihm wollten. Ich meine, was sind wir denn? Aber das ist nicht mal der erste, den wir getötet haben bisher. Ja. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the duck back and head down the abyss. 4000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the duck back, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, nobody feels like Simon. No mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? The Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Schnippige Alte, ey. Die behandelt uns wie ein kleines Kind. Woher hab ich sie in meiner Hand? Du hast sie in der Hand, die ist die Frau in der Hand. Ja. Theta! Da gibt's doch dieses Theater. Gedankenmodell, so eine Science-Fiction-Spielerei als Gedankenkonstrukt, dass wenn man eine KI hätte, die wirklich richtig perfekt wäre, die Einfluss hätte, die quasi die ganze Welt nach ihrem Wünschen formen könnte und man gibt ihr eine einfache Aufgabe wie gib mir alle Bleistifte, die du hast, ist nicht gesagt, dass die nicht anfängt, alles auf der Erde zu vernichten und einzustampfen, um dann so viele Bleistifte wie möglich zu produzieren, weil ihr völlig egal ist, ob die Menschen dabei draufgehen oder nicht. Weshalb man ja so vorsichtig sein muss, wenn man sowas wie eine KI, eine gute KI wirklich entwickelt. Wake up, Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The valve sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon.
Das ist eine interessante Aussage von Nagrotz. Eine gute KI sollte ein Gewissen haben. Ist direkt die Anschlussfrage natürlich klar irgendwie, oder? Das stimmt, aber wie programmiert man ein Gewissen? Ja. Und was ist ein Gewissen? Was ist ein Gewissen? Welches, nehmen wir das, ein religiöses Gewissen, ein moralisches? Wie baut man sowas auf? Wer programmiert es? Nach welchen Grundlagen wird es geschaffen? Ein Psychopath würde andere Regeln haben als... Wenn du dich nicht mal innerhalb der Menschheit auf ein Gewissen einigen kannst, wie willst du es einem Roboter bei, also einer KI? Ja, das einzige Gute ist, dass die KI sich daran halten würde wahrscheinlich. Wenn wir dann eins hätten. Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The odd project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Das ist voll verrückt. Das ist eine Bunkertür. Kurze Frage. Angeblich liegt da laut Chat irgendwo ein Roboter. Hast du den schon gesehen? Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Oh! Eternity Among the Stars. Sieht auch schon aus dem Grabstein. Das sind doch Gräber. Hat er ja gerade gesagt. Ich hab hier im Chat gelesen. Ah ja, stimmt. Das ist die Stelle. Okay. Krass. Und hier soll ein Roboter liegen? Wurde gesagt, ich muss sagen, ich habe ihn beim ersten Mal nicht entdeckt. Hier vielleicht links, das da? Nee. Vielleicht sehen wir ihn auch noch. Ist ja auch nicht wichtig. Naja, ich weiß nicht. Also, den hatten wir ist natürlich schon. Wichtig für uns, interessant, aber ja. Vielleicht kommt er noch. Abseits der Schienen, man weiß es nicht. Na gut, ich gehe erstmal hier wieder den... Ich habe ja so eine Tendenz, mich zu verlaufen. Was ist das denn? Hier? Der hier, ne? That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Was, siehst du die Augen? Ja, yeah. Nummer 5. Oh, der ist so süß! Oh. Ja, und schon menschlicher, komm. Ja, ja, ja. Gibst du einem Roboter Augen, kannst du nicht mehr so leicht umgehen. Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Hey, ich bin noch nicht zu Ende. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least, I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? Finde ich sehr ein guter Gedanke eigentlich. One living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Aber auch echt. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Yes. Robin. I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. Oh. Man denkt so, eigentlich sollte man sie besser in ihrer Unwissenheit lassen. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. Wie lange geht das?
Ah, das war das letzte. Ja. Jetzt okay. Könnte man auch hier wieder die... Sie töten, ne? Ja, man nutzt ja mehr oder weniger die Energie für andere Zwecke, aber es sorgt eben dafür, dass die Wow nicht mehr verbunden ist und dann diese Kreatur stirbt. Das mache ich aber nicht. Ja, ich würde es auch, jetzt würde ich es nicht mehr machen, nachdem sie mir auch noch gesagt hat, ach, mir geht's doch gut. Ja, ja, eben, sie hat gesagt, dir geht's gut. Und man denkt so, ah, oh, Alte, du raffst es nicht. Also jetzt liegt die da rum und... Is this what it's supposed to look like? Ja, wer weiß, wie deren Realität ist, ne? Das fragt denn man sich. Was er gerade gesagt hat, ist ja echt spannend, weil wir sind ja Produkt unserer Sinne. Und so wie wir die Welt wahrnehmen, nimmt vielleicht ein Tier oder so die Welt nicht wahr, weil wir ein bestimmtes Farbspektrum wahrnehmen, weil wir ein bestimmtes akustisches Spektrum wahrnehmen. Und wenn du einfach andere Dinge wahrnimmst, dann hast du eine andere Realität. Weiß ich, ein Hund sieht keine Farben oder so. Oder vielleicht riecht der bunt. Oder weißt du, was ich meine? Mhm. Wer weiß. Und wer weiß, wie die Welt irgendwie wahrnimmt. Das ist, ja, solange sie nicht in so einer Art Horrorloop, in so einem endlos Albtraum gefangen ist, tue ich mich unglaublich schwer, das zu rechtfertigen. Oh, kannst du mal V-Sync... Warte mal, ich mach's schnell. Ja. Das ist leider... siehst du, das Bild ist manchmal so zerrissen und das wundert mich gerade. Ich will kurz gucken, ob man das abstellen kann. Nee, sieht bisher nicht so aus. Bildschirm da, V-Sync an. Okay, bitteschön. Jetzt läuft's flüssiger. Okay. Da ist ein Hebel. Wir haben ganz vergessen, die Hebel zu feiern. Feiert die Hebel, wie sie fallen. Das Geile ist an diesen Dingern, man weiß überhaupt nicht, was, aber man macht's genau. Irgendwie. Es fühlt sich auch, glaube ich, gut an. Aber geht gar nicht. Na gut. Da drücken. I can figure this out. Na, du kriegst okay, das. Du musst nur irgendwie... Nee, ich glaube, du musst vielleicht rechts irgendwie... Ich will noch mal gucken, ob man irgendwie... Kann man das noch drehen? Okay, der Chat hebelt sich kaputt. Der scheiß Hebel! Jetzt muss ich nochmal drehen und dann kann ich das hebeln. Ich sag ja, das ist eigentlich auch ein Hebel, das ist ein Drehbel. Ja, jetzt Drehbel. Ein Drehbel. Ich will, dass diese Dinger umbenannt werden. Ein Drehbel. Das kann ja nicht so schwer sein. Frank Drehbel. Frank Drehbel. Der Erfinder des. Ja. Nee, nicht mal der Erfinder, nur der Umbenenner des. Umbenenner. Chung Chung. Okay. Ich mag große Dinge, die sich öffnen irgendwie. Gigantomanie ist in mir ausgeprägt. Was? Wer so eine Tür baut, der will sich gut verstecken können. Der ist halt auch sich vor Wasser nicht wirklich. Warte mal, wie war nochmal die Taschenlampe? Ah ja, du hast eine Taschenlampe, genau. Y vielleicht? Das ist komisch, eigentlich hast du einen linken Stick reindrücken oder so, irgendwo links, rechts reindrücken, auch nicht? Okay. Sehr strange. Na gut, dann nehme ich. Oh, ey, ich fand das gerade. Eigentlich will man die ganze Zeit drüber reden, was passiert, aber wir wollen ja auch ein bisschen weiterspielen. Aber ich fand diesen Dialog gerade so krass, dass die sich selber töten, damit quasi die Kopie, also das mit der besseren Perspektive, sozusagen. Weil das teilt sich das ja von ist da, eben ne? Nur noch ein Original. Das gibt. Ist ja bis hier ist ja alles gleich und da, in dem Moment, wo du die Kopie herstellst, zweigt sich das ja auf in verschiedene Leben. Und um dann sicherzustellen, dass man selbst das Originalleben lebt, weil es kein zweites mehr gibt, tötet der Mensch sich, weil das ist total der absurde Gedanke. Nur es ist derselbe Denkfehler, wie, finde ich, wie beim Beamen. Die Person, die ankommt, bist auch nicht du. Weil du bist tot. Du merkst tot. Es nur in dem Moment, in dem du ausgelöscht wirst, Atom für Atom. Und das andere ist eine Kopie, die denkt, du wärst du. Ja. Du bist es nicht, ja. Und das ist der Part, der mir nicht gefällt. Das an ist all diese total Sachen. Spooky, Aber ich würde mich nicht umbringen, nur damit mein digitales Ich... in diesem Buch, was ich immer wieder empfehle, ja, Accelerando, da gibt's dann das. Da existieren die realen fleischlichen Versionen parallel zu den nicht alternden digitalen Version und entwickeln sich tatsächlich, wie du gesagt hast, voneinander weg. Mhm. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo der fleischliche Alte den Digitalen nicht mehr versteht, weil er ein anderes Leben gelebt hat. Super interessant. Kann ich immer wieder gerne empfehlen. So von Charles Stross oder so.
Völlig verrückt. Das ist wirklich verrückt. Wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, muss man fast Religion schon mal ganz außen vor lassen. Mhm. Und dann wirklich Schale für Schale, wie so eine Zwiebel, muss man sich damit anfreunden. Und irgendwann kommt eine Layer, auf die man eigentlich keinen Bock mehr hat, sozusagen. Mhm. Das ist super spannend. Okay, jetzt muss ich wieder mal trocken legen. Was für eine riesige Schleuse. Ach, guck mal, jetzt habe ich... Ah doch, Y. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Obwohl ich weiß, dass ich ein Roboter bin, ne? Hab man trotzdem nicht weniger Schiss. Ja. Man könnte ja auch sagen, komm, ey, ist scheiße, ich bin nur ein Roboter. Aber so läuft es jetzt. Das ist echt. Ja, man will ja schon sich selbst retten. Alle anderen nach mir die Sintflut, sprichwörtlich, mir alles egal. Wir machen was. Ich möchte nicht 10 Kopien von mir in einer Todesarena sehen. Nur einer darf raus, das wäre nicht schön. Der richtige Gedanke, das geht nämlich manchmal auch. Ah, hast die Taschenlampe gefunden. Ja. Lass mal los, oder? Ja, so. Zu leicht. Okay, das war, das nehme ich mal die... Okay, was ist das da hinten? Schon ein bisschen schwerer, oder? Ich weiß gar nicht, ob das so geht, aber... Ah, oh. Seht? Nice. Gut. Geil. Oh, das ist ja richtig groß noch. Oh, ich krieg gerade einen Tipp zu Literatur aus dem Chat. Lordran schreibt, wenn ihr Charles Stross gut findet, solltet ihr mal Neal Stephenson lesen. Habe ich leider noch nicht, kenne ich gar nicht. Scheint gute, große Sci-Fi zu sein. Okay, Neal Stephenson. Werde ich mir mal merken. Ich gebe es auch immer gerne weiter. Irgendwann kommen wir sicher wieder drauf. Ja, auf der Arbeit, Helme auf. Ah, da ist sie wieder. Komm, pack die Catherine. Pack die Catherine in das aus. Ding. Ja. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kat, mm-hmm. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just... sustain itself. Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Damn it. I knew it was too good to be true. It's immer irgendwas. What's natürlich. Wrong? It's irgendein Stecker. It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Gut. Ja, kann ich die alle jetzt mitnehmen? We need to find someone who knows the cipher. Ja, okay. It's the only way to fire up the Dunbat. Was? Hier, ja. Pass auf. Die Arche, ne? Sollte die am Meeresgrund auch... Ist das ihre finale Position? Nee, ne? Nein, die sollte, glaube ich, von dem sterbenden Planeten abgeschossen werden. Ne? Wir haben aber letztes Mal erfahren, dass es kurz vorher, ganz kurz vorher scheinbar, irgendein Problem gegeben hat und... die Menschheit es nicht geschafft hat, diese Arche.
Ja, die ist ja kurz bevor sie an Land gekommen ist. Also die, ist sie verreckt oder was? Ja, ich nehme an, das ist eine Abschussstation unter Wasser, aber. Ja, irgendwas. Es, wie gesagt, es wurde nicht zu 100% ausgeführt. Ah, hier, kannst du dir das mal merken? Bitte? Ich bin auch so schlecht in der Orientierung, Simon. Entschuldigung, ich habe gerade noch einen Check gelesen. Oh! Da sind wir. Ja. Das muss das Fenster sein, da auf der gegenüberliegenden Seite. Dann können wir gleich in rechts, das ist aber ein abgeschotteter Raum, das ist eine Besenkammer oder was. Und das ist der große Hauptraum mit der Schleuse. Das haben wir denn ein Ziel überhaupt schon? Oder wir sind ja eigentlich nur erst am Rumlaufen, oder? Blackbox Beacon. Ah, okay, das sind also überall, wo diese Blackbox sein könnte, oder was ist das? Oh, nee, das kann nicht sein, nein. Why abandon the gate? In the habitat? Das sind die Überlebenden. That's so strange. Ja. I don't like this at all. Jeder Beacon steht für einen Überlebenden. Ah, okay. Ja, also wie du siehst, die sind nicht auf der Hauptebene, sondern sind alle eins runter. Ja. Okay, na gut. Dann schauen wir mal. Elvira, Emma, Beth, Robin. Ach, Robin Bass, das ist die verstorben. Krass, das ist die, die wir getroffen haben, die da unten rumlag. Ja, die und sich, Catherine die ist sich da auch, Catherine hat. Chun. Catherine Chun, vermisst. Ja. Geheimdienst. Verstorben. Aber ein paar sind noch am Leben. Das noch. Ist alles spooky. Vermisst, verstorben. An die 50 Menschen ungefähr. Krass. Und ich wette, dass alle, die wir bisher getroffen haben, in irgendeiner Form hier auf dieser Liste stehen. Na, wir haben ja nicht jeden nach dem Namen gefragt. Manche hatten auch keinen oder wussten ihn nicht mehr. Okay, das ist alles sehr spooky. Dann mache ich mich mal wieder ohne die Alte auf den Weg. Wie immer. Für die ist es bequem. Die wird einfach ab und zu mal angeschaltet. Das ist die Toilette. Okay, deswegen. Aber die ist auch zu. Okay, das ist der Raum. Dann müssen wir jetzt zurück in den Hauptraum. Dadurch. Oder kriegen wir die Tür auf? Jetzt müsste sie eigentlich gehen, ja. Was ist das? Licht. Oh, ein bisschen Licht. Zumindest ein bisschen Licht. Hoffentlich kommt hier kein Fiesling. Ich möchte mal ein bisschen die Ruhe genießen. Was sind das für Geräusche? Hast du es gerade gehört? Ich habe was gehört, ja. Aber ich nehme an, dass hier irgendwo natürlich mit einem Monster rumlaufen. Das ist zu verlockend. Das ganze Areal hier. Also ich glaube aber, da kommen wir später zu. Nicht hier. Okay. Ich will erstmal noch. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich nehme nur einfach an. Oh, diese Geräusche. So, ja. Von weit her oder von irgendeinem Stockwerk unten, wenn du das hörst. Oh, Alter. Dass das immer so unfreundlich gebaut ist, das diese ganze ist so unfreundlich Station. Gebaut. Thanks for our wireless, real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a warning. Ah, sie kann mit uns reden über die Kommunikation hier, über die Kamera oder was? Oder hast du sie dabei, physisch, in dem Omnitool? Nee, oder ist sie das drüben? Omnitool ist ja, okay, da gelassen. Ja, lass doch. Warum nicht? Willst du da gar nicht runter, oder was? Ich will erst mal gucken. Ach so, okay. Ich dachte, du hast Schiss. Aber Schiss habe ich auch, by the way. Sehr nett. Im Chat wird jetzt gerade richtig philosophisch geredet. Wird über die Dreiteilung des Gehirns geredet, über reptilisch, mammalisch und den Kortex. Da wird über die Seele diskutiert. Ist doch auch mal ganz schön. Man kann auch mal ein bisschen deeper sein hier. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Oh, gleich kommt dieser. Hier ist auf jeden Fall der Fiesling gleich. Also irgendwo hier kommt natürlich einer, ich weiß aber nicht wann. Mann, und ich weiß aber nur, dass ich hier einen hatte, der mir echt auf den Sack ging. Oder waren es sogar mehrere? Mal gucken. Aber darum geht's hier. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not.
talking about this. Vielleicht muss ich ihn ja, vielleicht ist er hier hinter drin und wenn ich die Tür aufmache, vielleicht muss ich ihm nicht begegnen, wenn ich die Tür nicht aufmache. Dein Schreien hat mich gerade mega erschreckt. Was ist denn passiert? Hast du dir doch gerade eingebildet. Alter. Oh, ey. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Okay. Alte Fahrschulschacht. Mann, ich weiß, dass hier irgendwas gleich passiert und ich habe keinen Bock drauf. Damit kann ich den wahrscheinlich dann ablenken. Der, wenn das so einer ist, der nur hört und nicht sieht, ist es wahrscheinlich der Augen-Johnny. Oh, da ist was. Oh, nur Fotos, okay. Steht da hinten was drauf? Schade. Ja. Die Community will unbedingt, dass du in den nächsten Spiegel guckst, wenn es einen gibt. Angeblich soll es hier irgendwo ein Klo geben mit einem Spiegel. Ich sag's nur schon mal, falls du einen siehst. Da, ja, geh doch mal hin. Ich habe nämlich auch nie in einen Spiegel geguckt. Bin echt gespannt, ob und was da passiert. Wir haben uns ja selbst noch nicht gesehen. Das muss man... Ah, hier sind sie kaputt. Wie immer. Ja, in jeder Videospieltoilette ist der Spiegel kaputt. Das Darmklo kann ich nicht gehen. Nee, das ist leider nicht erlaubt. Machst du auch immer, oder? Ja, auch im Fallout natürlich. Und so. Immer ja, jede Zeile abgehen. Ja, und es lohnt sich nie. Genau. Ich glaube, das haben die als Entwickler wirklich sich so fest vorgenommen. Es darf sich nie lohnen. Die Leute müssen es immer machen und sich danach ärgern. Ich glaube, einmal habe ich da irgendwie ein Comic-Heft gefunden oder so. Das war alles. Was ist das für ein schummriges... Versuch nochmal. Siehst du das? Das Frauenklo. Nee. Was denn? Dieses Schummern da gerade. So. Der Chat mit seinem Spiegelwahn. Es gibt keinen Spiegel hier. Es geht einfach nicht. Doch. Ah! Alter! Der Chat hat nicht gelogen. Oh. Wie sieht das denn aus? Awkward! Okay. Also richtig menschlich sind wir auch nicht mehr. Das ist aber nur, weil das Damenklo ist. Auf dem Herrenklo würde das ganz anders aussehen. Ey, aber wenn man schon ein Roboter ist, dann doch bitte sowas. Also das ist Terminator-Roboter. Das kommt doch dem Menschsein am nächsten, was der Typ hier für einen Körper hat. Die anderen sind alle irgendwelche komischen, hier so generatorenartige ja, Viecher. Ja, ist echt. Wir haben schon die coole Version erwischt, auf jeden Fall. Wir sind Mann! Logisch gekleidet. Der Roboter von Welt trägt Mensch. Das ist noch ein Foto, ne? Ja, das kann man sich gut vorstellen, dass sie alle da zusammengekauert sitzen und sich noch ein paar die letzten Fotos der Außenwelt angucken, während um sie herum alles stirbt. Ne, gleich kommt hier irgendwas Fieses. Werbung machen oder sowas? Ja, der rote Bildschirm sagt uns, wir sollen Werbung machen. Ich wollte noch kurz warten, ob irgendwas Spannendes passiert. Aber hier kannst du jetzt gleich lang. Da siehst du ganz viele Gänge, links, rechts, Türen. Kannst du überall rein. Hier rechts kannst du diese Sperren auflösen. Ach, holla die Waldfee, was da alles gleich kommt. Ich weiß es nicht. Ist nicht gelogen. Ich habe keine Ahnung. Bis gleich.